Hallo und willkommen zurück zu Subsistenz mit der Selina und mir. Und ich war fleißig. Fleißig war ich. Nein, ich war fleißig. Ich habe noch ein bisschen gefarmt. Du sollst das was trinken. Genau. So, weil wir können jetzt nämlich rausgehen. Oh, das brummt so laut, das brummt so laut. Das ist doch nicht erlaubt. Das brummt so laut, das brummt so laut. Das ist doch nicht erlaubt. So. Dann gucken wir mal, dass wir das Wasser dabei haben. Und wir gucken mal hier unten in... So, ist jetzt nämlich nur noch einmal. Und dann ist Fisch vorbei. Und das wird jetzt auch langsam... Also in der Nacht ist es auf jeden Fall schon mal kalt. Es wird jetzt auch November. Das heißt, es ist bald Dezember. Und im Dezember ist vorbei. Da ist es vorbei, Leute. Also mit dem... Wobei, ich glaube, im Dezember friert das noch nicht zu, oder? Müssen wir mal gucken. Und dann geht ja auch schon das Angeln los. Das heißt, wir müssen auch mal gucken, was wir für die Angel brauchen. Ich denke mal, das Zeug haben wir schon zusammen. Wir haben ja auch ein bisschen was beiseite liegen. Ha, 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 ha. So. Mal schauen, mal schauen. Oh, ich hoffe, dass ich nicht krank werde, ehrlich. Ich weiß nicht, ich hoffe, man kann es nicht hören, weil ich tatsächlich versuche... Clown deutlich zu sprechen. Aber ich habe so das Gefühl, dass da so ein bisschen so ein Kratzen in der Stimme ist. Wisst ihr, was ich meine? Eieieiei. Na gut. Wir gucken mal. Wir gucken mal. So. Oh, schöne Taschen. Schöne Taschen. So. Eine große Tasche wäre mir natürlich lieber gewesen, aber naja, man was man hat. Ne? Ich habe übrigens auch den Fisch gegessen. Nein! 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 Oh, ich bin schon wieder infiziert. Ey, das... Das gibt's nicht. Ehrlich, das gibt's nicht. Der war doch ewig weit weg. Der war doch ewig weit weg. Wie kommt der so schnell an mich ran? Ich habe jetzt Angst, die Waffe zu wechseln. So, mein Kollege, komm. Mein Kollege, wow. Du bist nicht mein Kollege, aber mein Freund. Du bist auch nicht mein Freund. Ah. Mm. So. Das hast du jetzt davon. Ich habe Medizin. Ja. Ja. Und? Mann. Da geht man los, denkt an nichts Böses, sondern sowas. Fällt er einem einfach in den Rücken. Ja, ich hab dafür keine Munition. Wieso trage ich das Ding mit mir rum? Sinnlos. Weg mit dir. Hier habe ich zu wenig Munition. Ich meine, ich könnte noch ein bisschen Munition herstellen, aber ich lasse es jetzt erstmal. Ne? Wir lassen das jetzt erstmal und sammeln und sammeln und sammeln und sammeln und sammeln und sammeln. Ich habe versucht, so ein bisschen zu sortieren. Ihr seht, es ist nicht wirklich so. Also, es ist schon irgendwie sortiert, aber auch. Irgendwie auch nicht. Also, ganz komisch. Wir müssen jetzt gucken, dass wir ein paar Hähnchen bekommen. Wie sieht's aus mit unserem Kräutergarten? Naja, das dauert noch. Die Sonne wird halt immer... Na, wobei, es heißt ja immer, im Winter ist die Sonne stärker, aber seltener zu sehen. Ja. Ne? So, Moment, ich wollte das Wasser eigentlich noch abkochen. Ah, komm. Geh rein da. So, wir haben ja ein bisschen Pfeile haben wir. Ich habe da ein Hähnchen draußen gesehen. Hallo. Und so, Leute, so kriegt man die Chicks. Entschuldigung. Ja, ich hätte so gerne hätte ich dich bei mir. Wirklich. Wenn ich doch nur ein großes... Eine große Kiste finden würde. Dann könnte ich einen Hühnerstall machen. Ich würde jetzt tatsächlich warten. Ist vielleicht nicht klug. Aber ich würde jetzt tatsächlich warten. Ein bisschen. Vielleicht finde ich ja noch eine große Kiste. Plötzlich taucht sie vor mir auf. Ich springe sie an. Wir springen uns in die Arme. Ich öffne sie. Und dann sind da Seile drin. Und wir haben unser Happy End. Wisst ihr? Wie in diesem Film. Wo es immer ein Happy End gibt. Stimmt's? Oh, wisst ihr, wie ich sie nenne? Henrietta. Ja,
Weil alle Hühner heißen Henrietta. Und wenn ihr Kinder habt, dann wisst ihr auch warum. Also, okay, ich meine, ihr könnt euch auch privat Paw Patrol reinziehen, aber... Was ist denn? Ja, weiß ich nicht. Ich habe nicht so das Gefühl, dass meine Zielgruppe das so guckt. Freiwillig. So. Wisst ihr, dass ich ein bisschen paranoid bin? Ich bin ja jetzt alleine zu Hause. Und Mann und Kind sind bei den Großeltern, damit ich aufnehmen kann. Beziehungsweise bei unserem regelmäßigen Sonntagsbesuch. Und ich habe mir gerade eingebildet, dass ich die Tür gehört habe. Das kann aber nicht sein. Weil die kommen noch nicht nach Hause. Und ich würde ja auch das Kind hören. Das ist furchtbar. Furchtbar. Ah, Mann. So, Federn. Immerhin etwas. Ja, ich denke mal, Henrietta wird auch noch ein paar Federn geben. Ere. Erechen. Hey. Oh, oh, ich habe ihn nicht gesehen. Nein, nein, ich laufe gleich. Ja, ja, ich laufe gleich. Du. Nö. Nö, mach ich nicht mehr. Mach ich nicht mehr. Ich laufe gleich weg. Ich laufe gleich weg. Sicherheitsabstand, okay? Bis er sich beruhigt hat. Komm runter, komm runter. Wenn unser Feuer ausgeht, ist tatsächlich schade. Aber es ist okay, wir haben noch, wir haben noch. Wir erkunden mal hier so die Gegend. Vielleicht finden wir hier auch ein paar Jäger, die mich abknallen. Mir ist ja auch schon, wie ihr es auch schon gesagt habt, die vermitteln sich ja teilweise und laufen dann zu zweit oder zu dritt rum. Henrietta, zwei? Schade. Ich habe irgendwie so das Gefühl, dass ich dich gerade... Schade. Gut. Hier ist der Zaun. Immer schön den Zaun und lang. Da ist, da war da, das war da Hähnchen. Das war da Hähnchen. Die 7. So, ist jetzt auch unser letzter Schuss. Also müssen wir, der Chick... Und auch du lebst. Das ist, das freut mich, dass du lebst. Nee, wir haben noch einen Schuss haben wir noch. Wir haben ja auch nur noch einen Pfeil, also alles gut. Passt alles. Oh, ein Bär. Schnell vorbei. Am Zaun halten und laufen. Das ist ja der Zaun. Der Grenzzaun nach draußen. Wir laufen halt immer weiter weg. Aber ich will eine große Kiste haben. Ich will die jetzt. Also ich will jetzt eine große Kiste haben. Und ich sag's euch mal so. Ich werde jetzt laufen. Ich werde jetzt laufen und gucken. Ich sollte vielleicht ein bisschen langsamer laufen zwischendurch. Damit ich immer volle Energie habe. Damit ich auch abhauen kann. Das wäre klug. Deswegen renne ich auch gerade. Weil das klug wäre. Ah, passt gar nicht zu mir. Passt gar nicht zu mir. Ich meine, ich könnte natürlich auch die ganze Zeit ein- und ausloggen und jedes Mal so einen Schritt vor die Tür machen und gucken, ist schon was da? Aber das ist ja auch nicht Sinn der Sache. Das ist auch nicht Sinn der Sache. All I want for Christmas ist eine große Kiste. Okay, ich habe da was gesehen. Könnte Blätter gewesen sein. Ja, waren Blätter. Waren Blätter. Es gibt's doch nicht. Ich möchte auf jeden Fall, passt auf, ich möchte, also was ich wirklich auf jeden Fall möchte, ist einmal so eine große Kiste von den Banditen klauen. Also ich möchte einmal bei dem einbrechen und so eine große Kiste klauen. Und danach mache ich die wahrscheinlich aus. Das ist so mein Plan. Aber ich möchte ihm halt die Möglichkeit geben, sich aufzubauen.
Weil wie gesagt, ich habe ganz stark den Verdacht, dass dadurch, dass ich die anhabe, die diese Kisten aufmachen. Vielleicht ist es auch einfach ein bisschen irrational. Ich weiß es nicht. Da hinten ist mein Zuhause. Ich bin schon eine Weile weggelaufen, ja? Also so ist es nicht. Ich bin schon unterwegs. Momentchen. Und irgendwann werde ich auf Jäger treffen. Es ist mir bewusst. Aber man kann es ja bisschen ver... Nee. Es ist unglaublich, ne? Also es ist wirklich unglaublich. Hier ist halt auch nichts mehr. Hier ist keine einzige normale Kiste mehr. Die spawnen wahrscheinlich alle um mich herum. So, während ich hier laufe, spawnen die um mich herum und ich laufe dann weiter, wahrscheinlich ins nächste Gebiet. Es ist ja wahrscheinlich auch alles so in Gebiete gestaffelt. Und dann denkt sich das Spiel, ja, okay, gut, dann kriegst du halt nichts, Selina. Wenn du das so machst, dann kriegst du halt nichts. Kriegst keine kleine Kiste, keine große Kiste, keine mittlere Kiste. Oh, ein Elch? Ja, ich habe nur eine Pistole dabei. Elch. Was hältst du von einem Faustkampf? Und da du keine Fäuste hast, gewinne ich automatisch. Ha, ha. Klingt das gut für dich? Das ist ein Hase. Wer braucht schon Hasen? Ich nicht. Ich will lieber Chicks. Die legen mehr Eier. Das ist überhaupt nicht deprimierend. Ich werde es ausprobieren. Ich werde die Banditen... Ja, aber wenn ich die ausmache und wieder anmache, dann fangen die an, sich neu aufzubauen. Und das heißt, der ganze Loot in dem seiner Buchte verschwindet. Dun, 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 dun. Das möchte ich ja nicht. Das möchte ich nicht. Da ist schon wieder ein Häschen. Das will ich nicht. Da hinten ist das Schneebiom. Ja, aber das ist, glaube ich, also das ist, glaube ich, so die Gegend, in der ich gewohnt habe damals. Ich hatte sie ja wiedergefunden. Also ich bin ordentlich was weggelaufen. Dann komme ich wieder und dann liegt so eine Kiste direkt vor meiner Tür und dann schlägt mein Herz höher. Und dann kommt von hinten ein Bandit, der schießt mich, nimmt die Kiste und, ich weine. Ja, klingt legitim. Aber dass die die ganzen Kisten wegnehmen, erscheint mir auch logisch. Denn die kommen halt auch so gut voran, ne? Die dürften ja eigentlich gar nicht so gut vorankommen. Meine Füße sind nass geworden. Es hört sich... Hört ihr das? Es hört sich so an, als hätte ich Schuhe an. Habe ich aber nicht. Es ist ja dann auch... Naja doch, ich mache Tierstall. Oh, oh. Ach doch, da ist der da oben, ne? Nicht nochmal irgendwo ein Bär. Du hörst mich nicht, wie ich hier das Erz haue. Ey, ohne Witz, ich habe immer so eine Paranoia, dass die plötzlich einmal loslaufen. Ist ja jetzt schon öfter passiert. Die stellen sich auf, machen mal... Und dann laufen sie plötzlich los. Ich meine, gut, ich bin sonst nicht immer in die Hocke gegangen, ne? Irgendwie habe ich es rausgefordert. Irgendwie habe ich es herausgefordert. Rausgefordert. Gut. Wolf, Bär, ich in der Mitte. Hallo. Aha, er hat mich. Yep. Yep, er hat mich. Jetzt heißt es nur noch, ich renne. Im Wasser ist er nämlich schneller als ich. Das könnte zu Problemen führen. Aber wenn ich einfach renne. Wenn ich einfach nicht stehen bleibe. Da ist nee, das ist nicht mein Haus. Das ist mein Haus. Ich habe auch so ein bisschen Schiss, mich umzudrehen. Und jetzt
Okay, hat abgelassen. Sehr gut. Ich weiß auch nicht, wie lange er an einem hinterherläuft. Das sah aus wie so eine normale Holzkiste. Oh, das wäre auch lustig, wenn ich so von Weitem so eine Kiste sehen würde. Und einfach bis ich hingelaufen bin, die einfach despawnt. Oh, das wäre... wäre das schön. Also überhaupt schon mal so eine Kiste zu sehen. Ach, beide Henriettas tot. Na komm. Mach ich Filet aus euch. Ist doch auch schön. Ist doch auch schön. Hier, 6 Federn. Sieht da. Seht da. Können wir neue Pfeile machen. Da ist Wolf. Okay, Leute, pass auf. Das nächste Mal, wenn der Jäger tot ist, muss mal gucken, ob ich irgendwie Feuerpfeile oder so herstellen kann. Oder Sprengstoff. Wobei, ich glaube, ich kann sogar Sprengstoff herstellen. Aber das nicht irgendwie später, wenn ich die bessere Werkbank... Es gab doch noch eine bessere Werkbank, oder? Nee, ich glaube, ich konnte irgendwie... Konnte ich Sprengstoff herstellen. Irgendwie war da mal was. Ich brauche halt irgendwie so eine Granate oder so. Eigentlich bin ich ein bisschen froh, dass es keine Granaten gibt, die halt irgendwie so One-Hit alles wegklatschen. Wisst ihr? Oh, eine Kartoffel. Ah, ich kann jetzt Samen ziehen. Nein, ziehen. Also, zieh einen Samen. Wenn man nur einen Samen einpflanzt, kriegt man 2 Kartoffeln. Ne? Das weißt du auch. Mein Trüffelschweinchen. Mein Trüffelschweinchen. Jetzt komme ich wieder. Der Typ ist wieder bei mir zu Hause, ne? Der läuft wahrscheinlich hier irgendwo rum. Weil es ja respawnt. Und sobald respawnt, geht er mich suchen. Ja, hat sich ein bisschen verguckt. Und immer wenn ich ihm sage, du, tut mir leid. Bin vergeben. Da reagiert er halt nicht gut drauf, ne? Naja. Das ist so. Es ist halt. Oh, hübsches Chick. Ich habe einen Pfeil für dich. Oh, ich darf nicht daneben zielen, schießen. Ich sehe nicht, wo es hinläuft. Wo läufst du hin? Stehst du einfach nur? Okay. Dein Ernst? Ja. So, er hat halt irgendwie... Sag ich doch. Irgendwie ist es komisch. Und das, was Ulrich? Ja, ich glaube Ulrich war das. Der geschrieben hat, dass er das auch krass findet, dass die halt einfach schon von vornherein viel, viel bessere Häuser bauen können und so. Dabei sterben die viel, viel öfter als ich. Ich bin meistens dabei. Heilkräutersamen. Sehr schön. Aber ich glaube, die Heilkräutersamen, die kannst du ja nicht verduplizieren. Weil normalerweise, wenn du eine Kartoffel einpflanzt, 2 rausbekommst, kannst du eine essen, kannst du einmal Samen machen. Ich glaube, mit Möhren funktioniert das auch. So, aber back to the chicks. Wo ist das Hühnchen? Ja, wo ist das Hühnchen? Henrietta die Dritte. Weil, wie gesagt, ich würde mir gerne für den Winter schon ein bisschen wärmere Kleidung herstellen. Dass ich wenigstens... Nee, ist eine normale Tasche. Ohne Witz, ich hätte gegen die beiden gekämpft, wäre es so eine gute Tasche gewesen. Das sind halt beides normale Taschen. Furchtbar. Am Anfang habe ich noch welche gefunden. Ich glaube echt, das liegt an den Jägern. Ich mach die aus. Ich mach die aus. Oder die werden halt automatisch ausgemacht, damit ich mich mit den Jägern anlege.
Weißt du? Ich will nur mein Hähnchen holen, okay? Oh, jetzt fängt es an zu knurren. Jetzt ist es zu spät. Jetzt bin ich schon weg. Jetzt muss ich hier ein bisschen aufpassen. Weil der sieht mich ja, der riecht mich ja 50 Kilometer gegen den Wind. Der weiß auch ganz genau, wo ich bin. Wildschwein. Ich glaube, das macht mir ja nichts, außer ich gehe wirklich ziemlich nah ran. Und es fühlt sich bedroht von meiner Anwesenheit, oder? Ja. Die Wildschweine sind ja noch einigermaßen human. Im Gegenteil zu den ganzen anderen Viechern. Mensch, Mensch, Mensch. Na gut. Oh, Heidelbeeren. Ach, lass mich in Ruhe. Reiß mal bitte das Räder. Ich habe keine Ausdauer mehr. Ja, es ist nicht gut. Es ist nicht gut. Weil er hat mich schon gerochen. Der läuft ja jetzt langsam in meine Richtung. Hm, nee, das ist ein Erz. Nein. Oh Gott. Das hat von unten echt so ausgesehen. So ein bisschen. Ich habe schon vergessen, wie die aussehen, ne? Ich habe schon vergessen, wie die Kiste aussieht und sich anfühlt. Okay. Er bringt ja alles nichts, ne? Es bringt ja alles nichts. Da ist noch ein Huhn. Oder ist direkt ein Wolf daneben. Der das Huhn beschützt. Ja. Da kann man nichts machen. Wenn Wolf und Huhn eine Freundschaft geschlossen haben, muss man das manchmal auch einfach akzeptieren. Ich warte jetzt, bis das Huhn... Nein, 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 lauf nicht zum Wolf hin. Wurde auf mich geschossen? Der Bogen ist kaputt gegangen. Alter! Er hat gedacht, die Kavallerie schießt auf mich. Oh Gott. Ah. Ey, der Bogen ist kaputt gegangen. Das war ein Geräusch. Ich dachte, da wäre ein, der, keine Ahnung, der hätte, weiß nicht, eine halbe Rakete abgeschossen. Oh Gott. Oder eine ganze. Wieso eine halbe? Wieso schießt er eine halbe Rakete? Ach, Leute. So, das können wir braten, das können wir braten, das können wir trinken und dann können wir... Holz. In den Ofen. So, zack. So, dich lasse ich mal am Leben. In der Hoffnung, ne? Dass vielleicht ich doch nochmal eine große Kiste finde. Ja, gut. Die nächste erfolglose Tour. Was sieht's hier aus? Ja, brauchen wir unbedingt mal ein bisschen Wasser und so. Ja, die Henrietta, die wird auch kaputt gehen. Kaputt wird sie gehen. Kennt man. Henriettas haben das so an sich. Okay, nice. Dann haben wir den Kühlschrank dann gleich. Haben schön gefarmt, haben den Kühlschrank. Sieht doch gut aus. Sieht doch gut aus. Dann danke ich euch vielmals fürs Zuschauen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Uiuiui, jetzt muss alles wieder volllaufen. Der Generator bleibt jetzt auch erstmal aus, bis das soweit vollgelaufen ist, weil ich kann mir jetzt nicht leisten, irgendwie Massen an Strom zu verschwenden. Ich danke euch auf jeden Fall, Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen. Und wir sehen uns nächste Folge wieder. Bye, bye.